Wir könnten 9 von 10 Herzinfarkten verhindern. Die Arteriosklerose, also diese im Volksmund ja auch als Arterienverkalkung bekannt, ist ja letztlich eine Lebensstilerkrankung. Da kommen wir auch gleich noch auf das, dein Thema Ernährung natürlich. Hallihallo und herzlich willkommen, und heute geht mir das Herz auf, weil wir tatsächlich den einzigartigen Herzcoach Dr. Hart bei uns haben. Er führt dich in ein neues Leben, in dem du keine Angst mehr haben musst vor Herzinfarkt oder Arteriosklerose. Er ist unter anderem bekannt aus Sat.1 und der Welt, dem Online-Fokus Campus und vieles mehr. Und wenn du dich unsicher fühlst, Angst hast vor Infarkten, vielleicht sogar in deiner Familie schon jemand hattest, der einen Herzinfarkt hatte, wenn du dich öfters erschöpft fühlst oder vielleicht auch, wenn du dich schuldig fühlst, weil du deinen Körper vernachlässigt hast, weil du vielleicht nicht weißt, wie du eine gewisse Situation bewältigen sollst und vieles mehr, dann ist dieses Interview Gold wert, denn dein Herz ist Leben. Und Dr. Hart sagt, dass 9 von 10 Herzinfarkten vermeidbar wären. Wie genau das geht, welche Rolle die Ernährung spielt und ein paar detaillierte, vielleicht sogar kritische Fragen, die erfahrt ihr heute. Checkt auf jeden Fall auch den geschützten Bereich an, wo du das ganze Video garantiert kostenlos sehen kannst. Jetzt hätte ich über zu Dr. Hart, zu Mr. Broccoli, beziehungsweise Mr. Broccoli, Dr. Hart bei Mr. Broccoli, so wie auch immer. Herzlich willkommen erstmal. Wie gut geht's dir, mein Lieber? Ja, wie gut kann es mir schon gehen nach dieser super Einführung? Nee, ich freue mich auf unser Interview und ich glaube, das wird ziemlich spannend. Da haben wir große Überschneidungspunkte. Ja, absolut. Wie kommst du überhaupt, kleines Einführungstürkchen, wie kommst du zu dem Namen Dr. Hart? Du bist ja tatsächlich ein Doktor sozusagen. Und warum so diese Spezialisierung auf das Thema Herzcoaching? Also zum ersten Teil der Frage, wie kommst du Dr. Hart? Das war tatsächlich eine fixe Idee von einer meiner längsten bekannten Studienfreundin, mit der ich sozusagen seit der ersten Stunde des Medizinstudiums zusammen verbracht habe und mit der bin ich immer noch in sehr gutem Kontakt. Das ist noch eine super Freundin von mir und die hat einfach mal diesen, ja, bei so einem Brainstorming den namens Spiel gebracht und das ist natürlich super für das, was ich mache. Nämlich ich bin ja von Haus aus Kardiologe und mache aber eben ein Herzcoaching, wo ich eben Menschen, die entweder schon Herzinfarkt hatten, quasi an die Hand nehmen und dann online in einen herzgesunden Lebensstil coache, oder aber Menschen, die eben Risikofaktoren haben für die Arteriosklerose oder zum Beispiel schon eine Arteriosklerose in Form einer Ablagerung an den Halsschlagadern oder anderweitig festgestellt bekommen habe, so coache, dass sie eben diesen Herzinfarkt verhindern. Und das ist ja quasi immer das, worum es mir eigentlich geht. Wir könnten 9 von 10 Herzinfarkten verhindern. Die Arteriosklerose, also diese im Volksmund ja auch als Arterienverkalkung bekannt, ist ja letztlich eine Lebensstilerkrankung. Da kommen wir auch gleich noch auf dein Thema Ernährung natürlich. Und das ist einfach ein Riesenskandal, dass wir so viel Leid und Todesfälle, die wir wirklich mit Low-Hanging Fruits, sag ich mal, mit einfachen Maßnahmen verhindern könnten, einfach hinnehmen und einfach auch so wenig darüber bekannt ist. Also ich sage mal, eigentlich müsste Arteriosklerose ein Grundschulfach sein, weil dann könnte jeder Mensch lernen, mit anstatt gegen seinen Körper zu leben. Und das würde dann nebenbei gesagt nicht nur vor Herzinfarkt, sondern auch vor den allermeisten anderen Erkrankungen schützen. Kommen wir gleich mal rein. Was sind jetzt solche Low-Hanging Fruits, die du jetzt, sag ich mal, so vielleicht 3 von 10, wo du sagst, okay, das sind Sachen, die muss jeder wissen, durchsetzen, einsetzen. Was sind das für Sachen? Also, das sind tatsächlich, wo du schon gerade die Zahl 3 genannt hast. Im Coaching, sage ich mal, ist gesunder Lebensstil ist eigentlich brutal einfach. Das sind die 3 Säulen der Gesundheit. Das eine ist, dass man, und ich mag ja immer die Dinge in einfachen Worten zu erklären, nicht mit zu viel Fachtermini, also ganz primitiv gesagt, jeden Tag seinen Körper benutzen, also bestenfalls ein bisschen außer Atem und ins Schwitzen kommen. Und zwar den ganzen Körper, also nicht nur Ausdauer, wie wir das ja fast auch noch im Studium gelernt haben, sondern durchaus auch die Muskulatur kräftig und gesund halten. Also den ganzen Körper benutzen. Das ist die erste Säule, Sport und Bewegung. Die zweite Säule natürlich, da wirst du dich freuen, die, wie ich mal sage, artgerechte Ernährung. Und die ist aus meiner Sicht, das ist ja auch so ein vermintes Feld, ein Low Carb versus Low Fat und so weiter, Paleo, schieß mich tot. Aus meiner Sicht, und das zeigen auch die Studiendaten, ist gesunder, wie ich mal sage, artgerechter Ernährung brutal einfach mit 2,5 Regeln. Selber sein Essen zubereiten aus echten, unverarbeiteten, vornehmlich, sage ich mal jetzt vorsichtig, pflanzlichen Lebensmitteln. Und wenn man das tun würde, hätte man schon wirklich wahrscheinlich 70% dieser Erkrankungen dieser Welt, die ja
bei uns zumindest Wohlstandserkrankungen sind, vermieden und außerdem noch viel mehr Genuss und Spaß beim Kochen. Ja, und die dritte Säule ist natürlich eine sehr große Säule, die auch lange Zeit unterschätzt wurde, und das ist die mentale Gesundheit. Dazu gehören dann Dinge wie Glaubenssätze, ganz wichtig, also gesundes Denken. Ja. Man fragt hier zum Beispiel, das ist auch mal deswegen am Anfang meines Coachings, kommt das schon in der Einführung, dass man seine Glaubenssätze mal überprüft, weil man fragt sich ja, warum der eine Mensch bei gleichem Wissensstand es schafft, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt sein Lebensziel in den Griff zu bekommen, zu verändern, und der andere schafft es nicht. Das ist ja auch nicht Gott gegeben, sondern das liegt einfach an antrainierten oder teilweise meistens auch unbewusst aufgenommenen Glaubenssätzen. Und die kann man aber, die muss man nicht hinnehmen, wenn man die erstmal bei sich feststellt, dann kann man die durchaus ersetzen gegen Glaubenssätze, die man dann trainieren kann, die dann für einen selber und die Gesundheit arbeiten. Also das sind sozusagen die drei Säulen. Und dann gibt es natürlich in diesen drei Säulen ganz viele ganz praktisch anwendbare Hacks und Low-Hanging-Fruits, wie man viel machen kann. Also zum Beispiel jetzt mal die zweite Säule, die ich gerade genannt habe, Sport und Bewegung, das hatte ich als erste genannt. Das ist zum Beispiel allein schon mal ein Game-Changer. Das hat eine Studie gerade gezeigt, die zeige ich auch immer wieder in meinen Videos, weil ich die so unglaublich finde, dass allein, wenn Menschen nach einem Herzinfarkt es schaffen, jeden Tag sich zu bewegen, also ihren Körper zu aktivieren, körperlich aktiv zu sein, und das ist jetzt, muss kein Marathonlauf sein, dann können sie allein dadurch ihr Risiko in den darauffolgenden 4 Jahren zu versterben, einen Herzinfarkt zu erleiden oder einen Schlaganfall zu erleiden, halbieren. Das ist der Wahnsinn, das schafft keine Tablette und nichts. Und jetzt schnallt euch an, was glaubt ihr, wie viele Menschen das nach einem Herzinfarkt, diese Wunderdroge, Sport und Bewegung auch tatsächlich umsetzen? Weniger als 10%. 20, ach, nicht weniger mal 20%. Ja, das ist wirklich traurig und das ist wirklich verschenktes Lebensglück, verschenkte Lebenszeit, und da versuchen wir was dran zu ändern. Super cool. Also nichts Neues sozusagen, aber speziell auch fürs Herz dann doch was Neues, dass wir auch gelernt haben, dass es jetzt eben auch fürs Herz gilt. Also ne, diese selbstgemachte, zubereitete Ernährung aus frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln, den ganzen Körper bewegen, wirklich in die Bewegung kommen. Man muss keinen Marathon laufen, ist sogar kontraproduktiv wahrscheinlich, wenn man zu viel Sport macht oder zu intensiv Sport macht. Und die dritte Säule, die mentale Gesundheit. Also all das, was wir alles schon wissen, mehr oder weniger. Und, ja genau, das Wissen ist das geringe Problem, weil die Umsetzung. Genau, ne? Wie gesagt, genau. Wir können es nicht umsetzen. Und oft gerade, genug wiederholen. Und auch wir Ärzte sind da ein Stück weit schuld. Also gerade, ich sicher meinen Coaches, ne, wenn die dann reinkommen, die sind ja an sich super motiviert. Ich meine, die investieren ja Zeit und auch ein bisschen Geld. Die wollen schon wirklich was erreichen. Aber trotzdem habe ich noch nicht einen einzigen erlebt, bei dem alle die Risikofaktoren, auf die es ankommt, im richtigen Bereich wären. Und zum Teil, was den Lebensstil angeht, zum Beispiel bei der Bewegung, auch aus einer Angst heraus, die auch wir Ärzte oftmals schüren. Weil wenn es dann so geht nach Herzinfarkt, dann kommunizieren wir ja auch mal so eine Angst, ja, aber ganz vorsichtig mit dem Sport. Ich meine, natürlich muss man nach einem Infarkt erstmal wieder stabil sein und muss eine Reha machen und man soll sich dann auch durchchecken lassen, ob die Durchblutungssituation in Ordnung ist. Aber dann muss man ganz klar sagen, die eigentliche Gefahr ist nicht, wie die meisten Leute eben instinktiv denken und dann diese Angst spüren, sein Herz durch Sport irgendwie einer Gefahr oder einer Belastung auszusetzen. Natürlich sieht man immer im Fernsehen dann die 17-jährigen Profisportler, die dann tot auf dem Fußballplatz umfallen, aber das ist ja die absolute Ausnahme und die viel, 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 viel größer, und die eigentliche Gefahr ist ja die, aus dieser falsch verstandenen Angst heraus seinem Körper, speziell seinem Herz, diese Wunderpille Sport und Bewegung vorzuenthalten. Und da muss man gegen anarbeiten, und dann deswegen ist auch die Reha so wichtig, weil da werden die Leute dann eben wieder rangeführt an die Bewegung und natürlich auch an die ganzen anderen Blockbuster-Dinge, wie eben eine herzgesunde Ernährung. Super cool, danke. Du hast die Ernährung angesprochen. Einer der Faktoren, die ja öfter auch in Bezug auf die Herzgesundheit genannt werden, ist das sogenannte Cholesterin. Und da gibt es ja dieses gute, in Anführungsstrichen, LDL-Cholesterin und das schlechte Cholesterin. Sag doch mal was zum Thema Cholesterin, die wirkliche Wahrheit behind Cholesterin und welche, auch da gerne wieder Top 3 Lebensmittel würdest du nennen, die für die Herzgesundheit, sprich Cholesterin, da dann eben auch super wertvoll sind. Also ich sage mal, Cholesterin ist ja jetzt, also die Hoch-Corona-Phase ein bisschen vorbei. Damals habe ich mal gesagt, das ist gleich nach Corona das Aufregerthema schlechthin. Und das ist wirklich eigentlich extrem traurig, denn zum Cholesterin muss man einfach sagen, es ist natürlich nicht der einzige Risikofaktor, keine Frage. Aber schon der gute Rudolf Virchow war seiner Zeit weit voraus und er wusste, dass die Arteriosklerose, medizinisch korrekt übrigens als Atherosklerose bezeichnet, aber egal, man kennt es als Arteriosklerose, deswegen benutze ich diesen Terminus auch, dass also diese Arteriosklerose eine chronische Entzündung der Arterienwand ist, ausgelöst durch eben dieses LDL-Cholesterin, eben das
vermeintlich schlechte Cholesterin, kommen wir gleich drauf, was da sich einlagert und dann diesen Entzündungsprozess hervorruft. Und man muss ganz klar sagen, jetzt kommen hier die Kritiker, ja, wie kann denn ein Stoff, weil für unsere Zellmembran, für unseren ganzen Körper als Baustoff, für unsere Sexualhormone und Pipapo brauchen, wie kann der denn schlecht sein? Das ist eben, wie so oft im Leben, genau die Frage, wo das im Körper vorkommt. Und es ist eben einfach so, dass wir es im Blut tatsächlich nicht wirklich brauchen. Da kann es eigentlich kaum niedrig genug sein. Oder wie der Amerikaner sagt, the lower, the better. Warum? Weil jede Zelle das Cholesterin selber herstellen kann. Ja? Und deswegen ist einfach dieses Cholesterin, was sich eben da als LDL-Cholesterin in der Atrienwand ablagert und dann diesen quasi Initialzündung für diesen atherosklerotischen Prozess ausmacht, ein sehr guter Hebel, an dem wir therapeutisch ansetzen können, mit den verschiedenen Dingen, mit Medikamenten, aber auch durchaus mit Lebensstil. Jetzt hattest du schon angesprochen, diese Debatte, gutes Cholesterin, schlechtes Cholesterin, das ist ein bisschen Volksverdummung, muss man ganz klar sagen. Ich habe da auch gerade wieder ein schönes Video drüber gemacht, über das Hab dich lieb, das HDL-Cholesterin. Fakt ist, dass sehr, sehr viele Menschen sich in falscher Sicherheit wägen. Die kommen auch zu mir dann, als ich damals die Sprechstunde auch gemacht habe, in die Praxis, dann sagen sie, ich weiß, mein LDL-Cholesterin, das schlechte Cholesterin ist hoch, aber ist nicht so schlimm, schauen Sie mal, mein HDL, das gleicht das alles aus, und deswegen mein sogenannter atherogener Quotient, also das Verhältnis dieser beiden, des guten und des schlechten Cholesterins, der ist gut und deswegen gleicht das aus, und das ist ein Skandal, weil das wird natürlich auch immer noch auf den Laborzetteln ausgedruckt, die Menschen fühlen sich in falscher Sicherheit. Wir wissen aber heute, dass diese Robin Hood-Rolle des guten Blutfettes, des Hab dich lieb, des HDL-Cholesterins so nicht mehr stehen gelassen werden kann. Es ist eher eine U-förmige Beziehung. Das heißt, ja, sehr niedrige HDL-Cholesterinspiegel sind schlecht, sehr hohe, aber auch. Es gibt nämlich unterschiedliche Formen des HDL und auch unterschiedliche funktionale Zustände. Wir wissen zum Beispiel, dass bei Menschen, die Diabetes haben oder die schon eine Atherosklerose haben, da scheint dieses HDL sogar eher die Atherosklerose zu fördern. Also lange Rede, kurzer Sinn. Für die allermeisten Menschen, vor allem für die schon Atherosklerose oder Risikofaktoren wie Diabetes haben, ist quasi dieser Fokus auf das HDL vollkommen verwirrend, und es ist viel besser, sich dann wirklich auf das LDL-Cholesterin zu konzentrieren und da seine entsprechenden Zielwerte zu erreichen, die aber auch wieder für jeden sozusagen angepasst sind, je nachdem, was für ein Risikoprofil er mitbringt. Wenn man eine Atherosklerose schon hat, dann soll dieser LDL-Cholesterin, das kann sich jeder merken, lebenslang kleiner 55 Milligramm pro Deziliter sein, weil man einfach weiß, dass man damit wirklich Infarkte verhindern kann. Und jetzt kommt wieder diese Cholesterin-Lügner-Kritiker, die dann sagen, ja, das ist alles Pharmaindustrie. Also ich sage mal so, das erste Medikament, First-Line-Statine, die auch sehr umstritten sind und immer schön YouTube-Diskussionen auslösen, da sind ja lange aus dem Patentenschutz raus, da kostet die Verpackung mehr als die Tablette, also da wird nicht mehr viel Geld dran verdient, natürlich an den neuen Tabletten schon. Nichtsdestotrotz, diese Tatsache, dass das Absenken eines erhöhten LDL-Cholesterinspiegels bei Menschen mit bereits vorhandener Atherosklerose das Risiko drastisch reduziert, das ist in unzähligen Studien nachgewiesen worden, und daran gibt es eigentlich auch wissenschaftlich keinen Zweifel mehr. Ne? Und insofern ist es meiner Ansicht nach einfach auch ein bisschen fahrlässig, den Menschen da Angst zu machen vor den Medikamenten und das alles so in Frage zu stellen, weil dann wirklich ja Schicksale damit sozusagen erkauft werden, die man hätte verhindern können. Also bestes Beispiel, meine eigene Tante hatte vor 10 Jahren die Diagnose einer Schaufensterkrankheit, das ist ja Arteriosklerose an den Becken- und Beingefäßen, die dazu führt, dass die Beine nicht mehr gut durchblutet werden, und nach so und so viele Metern, je nachdem, wie schwer es ausgeprägt ist, müssen die stehen bleiben, weil sie Schmerzen bekommen in den Beinen. Und was machen sie? Sie gucken dann, sagt der Volksmund, ins Schaufenster, um das ein bisschen zu verdecken. Deswegen Schaufensterkrankheit. Und man weiß, obwohl dieser Krankheit immer so ein bisschen verniedlicht wird, weil man stirbt ja nicht direkt dann an den sozusagen nicht durchbluteten Beinen. Das ist dann eher so, dass dann immer wieder in Salamischeibentechnik sozusagen mehr und mehr da vom Fuß weg amputiert wird. Aber daran stirbt man jetzt nicht direkt. Aber diese Menschen haben das größte Risiko an anderen arteriosklerotischen Komplikationen zu versterben, unter anderem natürlich dem Herzinfarkt. Ja. Und diese, meine Tante, ja, hat also, wie gesagt, diese schwerste PAVK, und ich habe damals noch mein Buch geschenkt, der Herzcoach, weil ich dachte, sie wird da ein bisschen was umsetzen, mit dem Rauchen aufhören und vor allen Dingen vielleicht auch ihren Lebensstil in den Griff bekommen, und ihr Mann ist Apotheker, wenigstens die Grundlage, nämlich auch ein Statin einnehmen, und siehe da, der Apotheker natürlich selber, ja, die schlimmen Nebenwirkungen, haben nichts gemacht, und jetzt 10 Jahre später hat sie einen riesigen Vorderwandinfarkt, und da ist die Lebensqualität natürlich nicht mehr die gleiche, weil es auch noch zu spät behandelt worden ist. Okay, vielen Dank für diese Story. Den kleinen Monolog, sorry. Ja. Aber wie gesagt, also nochmal zusammengefasst, HDL und LDL, wenn man sich auf das LDL konzentriert und da seine Ziele erreicht, dann ist man schon ziemlich gut bedient.
Super. Jetzt wollten wir nochmal auf die Ernährung kommen, welche Ernährung da super gut ist. Ich meine, wir wissen ja alle, dass, sag mal, solche tollen Sachen, die sehr viel gesättigte Fettsäuren enthalten, wie, ja, weiß nicht, Käse, Sahne, Fleisch, Wurst, so typisch wie früher die schöne Leberwurst, ne? Ja, ist wahrscheinlich nicht. Fette Big Mac. Richtig, die sind wahrscheinlich jetzt nicht so toll. Also das können wir uns, glaube ich, an der Hand abzählen. Du hast ja, ja, auch schon jetzt gute pflanzliche Nahrungsmittel genannt, unter anderem. Was sind denn quasi mit solchen Mythen, gehen wir mal darauf ein, also einerseits Frühstücksei, Kaffee, also Fisch vielleicht eben auch. Was sagst du dazu? Sollte man sowas nutzen, wenn man eh schon gefährdet ist oder eher nicht? Oder genau, hat das also keinen Einfluss? Da habe ich zum Teil auch schon Videos drüber gemacht, weil das tatsächlich sehr häufig Mythen sind. Fangen wir mal mit dem Kaffee an. Der Kaffee, das ist immer so ein, der hat immer in der Wissenschaft so hin und her, hieß es mal, ist schlecht und macht Herzrhythmusstörungen und kriegt man mehr Herzinfarkt. Also, kann man sich auch erstmal gut vorstellen, weil es ja Koffein anregend und so weiter, ist aber letztlich alles Bullshit. Also die aktuelle Studienlage zeigt sogar, dass ein Genuss von bis zu 5 Tassen Kaffee pro Tag sogar eher protektiv ist, also sprich eher vor Herz-Kreislauf-Komplikationen schützt. Vor allen Dingen wegen der sogenannten guten sekundären Pflanzenstoffe im Kaffee. Aber wie immer steckt natürlich der Teufel im Detail. Also erstmal sind natürlich Studien immer eine Betrachtung von allen Menschen über den Kamm geschoren. Jeder Mensch ist aber ein eigenes Schneeflöckchen und anders. Wenn jemand jetzt zum Beispiel merkt, er wird von Kaffee einfach, jeder hat ja auch einen anderen Stoffwechsel, jeder baut die Substanzen, die in diesen Dingen drin sind, anders ab. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der eine eben das Koffein einfach schlechter verträgt. Ja, genau wie Asiaten einfach, das ist jetzt kein Rassismus, sondern einfach genetisch bedingt einen anderen Enzym besetzt haben und zum Beispiel auch Alkohol schlechter vertragen, viele Asiaten. Das kennt man ja. Das, so ist es halt auch bei den anderen Dingen. Das heißt, man muss schon mal gucken, wen habe ich da vor mir. Und diese Aussage, dass Kaffee im Allgemeinen eher förderlich ist, ist natürlich eine allgemeine Aussage. Das heißt, jeder muss bei sich selber schauen. Grundsätzlich gilt das auch eben vor allem für den schwarzen Kaffee. Das Problem beginnt dann natürlich schon, wenn man jetzt Fett-Kaffeesahne reintut, dann ist natürlich wahrscheinlich auch schon wieder ein großer Teil des protektiven, des schützenden Effekts des Kaffees dahin. Und dann gibt es auch nochmal so ein bisschen Unterschiede, zum Beispiel zwischen Kaffee, der mit Filter zubereitet wird, weil dann noch bestimmte Arteriosklerose fördernde Substanzen, die im Kaffee sonst drin sind, rausgefiltert werden gegenüber so einem Mokka oder so einem French Press Kaffee. Also da gibt es ganz viele Dinge und dann gibt es auch noch entkoffiniert, der ist aber auch trotzdem auch förderlich für die Herzgesundheit über den Kamm geschoren. Also da gibt es, wer da tiefer einsteigen will, da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht und verschiedene Beiträge, also das ist interessant, aber um es sozusagen jetzt, die Take-Home-Message, Kaffee ist per se nicht gesundheitsschädlich, kann man jetzt nicht so stehen lassen, dass man den aus Grund seiner Herzgesundheit nicht nehmen oder nicht konsumieren, nicht genießen soll. Im Gegenteil. Man könnte sich auch vorstellen, dass... Dann auch für grünen Tee zum Beispiel, ne? Genau. Solche Geschichten. Also absolut. Du sagst, der Teufel steckt im Detail. Ich denke, dass 90-95%, dadurch, dass Kaffee das meistgetrunkene Getränk der Welt ist, natürlich auch von sehr schlechter Qualität ist. Wir haben ein Video gemacht, vielleicht du auch, ne? Pestizidbelastung ist sehr, sehr hoch, Schimmelpilzbelastung. Also da tun wir uns dann trotzdem nichts Gutes, auch wenn es per se für die Herzgesundheit vielleicht. Und da tut man sich dann auch was Gutes, dann vielleicht doch mal einen Euro mehr zu investieren und dann aber zu wissen, wo es herkommt. Korrekt, korrekt. Und wo es auch vielleicht in guten Laboren getestet wird, das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Wir hatten die Eier noch, lass uns mal... Eins noch zum Kaffee, weil man würde ja noch denken, durch die anregende Wirkung, dass man mehr Herzrhythmusstörungen kriegen könnte, auch das ist nicht der Fall. Muss man unterscheiden, ob jemand sozusagen kein Kaffee gewöhnt ist und dann einmalig Kaffee trinkt, dann hat es natürlich eine andere Wirkung als jemand, der das so dauerhaft dran gewöhnt ist. Kennt man ja auch. Die Wirkung stupft ja immer so ein bisschen an, weil man doch die Rezeptoren sich dann anpassen. Also zum Beispiel denkt man auch, Kaffee würde den Blutdruck erhöhen. Das ist nur, wie gesagt, bei Ungewöhnten der Fall. Die regelmäßig ihren Kaffee trinken, da ist das nicht relevant. Da gibt es keine relevante Blutdruckerhöhung. Und das Gleiche gilt auch auf Herzrhythmusstörungen. Ist sogar so, dass regelmäßiger Kaffeegenuss sogar vor Hoffnung, was ja die häufigste relevante Herzrhythmusstörung ist, sogar einen Schutzeffekt hat. Das zum Kaffee. So, was war die zweite Frage? War die Eier, weil die auch immer so kontrovers sind, gerade in Bezug auf Cholesterin. Das ist ja auch so ein Aufregerthema mit den Eiern und wie jetzt dem Deutschen sein Frühstücksei zu verbieten, ist natürlich eine unglaubliche Schuld, die man nicht auf sich nehmen darf. Also wie auch damals, eine Frage der Dosis, also wenn jemand sich sonst gesund ernährt und jetzt an seinem Ei am Wochenende hängt und das, keine Ahnung, in netter Familienrunde genießt, würde ich ihm das jetzt nicht absprechen. Ist es aber grundsätzlich nicht so, wie dann immer heißt, das Frühstücksei wäre jetzt komplett aus dem Schneider und heilig gesprochen. Also man muss sagen, das ist eine ganz komplizierte Kiste mit dem Nahrungskolesterin und dem Cholesterin, also was man über die Nahrung aufnimmt, und dem Cholesterin, was man nachher im Blut nachweisen kann. Da gibt es nämlich so, also
Es gibt auch Kollegen von mir, die sagen, ach komm, quält eure Patienten nicht mit Cholesterin, die sollen Statin nehmen und fertig. Und das ist sowieso alles Genetik und das Nahrungskolesterin spielt keine Rolle. Das ist so auch falsch. Also vor dir steht der lebende Beweis. Ich selber habe durch Lebensstil mein LDL-Cholesterin von 156 auf 108 abgesenkt. Es geht also. Aber es geht nicht bei jedem gleich, muss man auch fairerweise sagen. Es hat schon viel mit Genetik zu tun. Warum? Es gibt sogenannte Responder und Non-Responder. Es gibt Menschen, die einfach auf das Nahrungskolesterin mehr mit einem Anstieg des LDL-Cholesterins im Blut reagieren als andere. Ja, es gibt ja auch mal, dann wird ja genau wie man sagt, ja, Rauchen kann nicht schlimm sein, guckt euch Helmut Schmidt an. Gibt es dann auch mal dieses berühmte Beispiel von diesem Menschen, der irgendwie dann plötzlich Witwer geworden ist und dann, weil er nicht kochen kann, sich nur noch von Omelette ernährt hat und dann mit einem jungfräulichen LDL-Cholesterinwert angeblich gestorben ist. Also es gibt immer Ausnahmen, aber das ist trotzdem noch kein Beweis, dass es nicht schädlich ist. Also es gibt auch wieder neue Studien, die tatsächlich auch einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Eiern und dem LDL-Cholesterin zeigen. Wie gesagt, ist aber bei jedem unterschiedlich, aber unterm Strich gibt es hier nämlich schon den Zusammenhang. Deswegen würde ich pragmatisch sagen, jeder hängt auch mal davon ab, wie sehr man mit dem Rücken an der Wand steht, wie groß sein eigenes Risiko ist, das ist ja auch logisch. Gibt es auch verschiedene Zielwerte deswegen für das LDL-Cholesterin. Ich würde aber nicht zu Omelette-Partys sozusagen ungebremst raten. Auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand sagt, es ist für ihn die absolute Lebensqualität, am Sonntag mit seiner Gattin das Frühstücksei zu verzehren und das aus Bioqualität ist. Was soll das dann mit ein, zwei Eiern pro Woche? Ich meine, die Dosis macht das Gift. Es gibt natürlich auch hier wie beim Kaffee wieder viele gravierende Unterschiede bei Eiern. Ich meine, das Offensichtlichste ist natürlich die Haltung, ne? Also, ja, genau. Da brauchen wir ja nicht mehr drüber reden. Die Skandale gab es schon viel zu oft. Es geht dann hin bis zu, dass natürlich auch in Eiern hauptsächlich Viren gezüchtet werden und so weiter. Aber da muss sich jeder selber entscheiden, möchte er Eier in seiner Ernährung haben oder nicht. Ja. Du hast jetzt so mal relativ klar gemacht, dass man am besten nicht jeden Tag ein Ei essen sollte, wenn es um die Herzgesundheit geht. So habe ich das jetzt mal einfach quasi laienhaft aufgefasst. Absolut. Und vielleicht noch ein kleiner Hack, bevor wir zum nächsten kommen, was ich schon wieder vergessen habe. Aber es ist ja auch nicht schwarz und weiß im Leben. Ne? Also ich rede immer von der flexiblen Kontrolle und damit fährt man auf Dauer bei Lebensstiländerungen, finde ich, oder auch meiner Erfahrung, einfach am besten. Und wenn jemand, was man zum Beispiel machen kann bei den Eiern, das mache ich zugegebenerweise auch manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel ein Omelette macht und würde jetzt da 5 Eier reinballern, dann kann man es ja auch so machen, dass man aus 4 Eiern das Eigelb entfernt und vielleicht ein Eigelb reintut, dann hat man quasi nur das Eigelb von einem Ei, aber trotzdem mehr Volumen an Omelette, weil das Cholesterin steckt ja im Eigelb, ja, das muss man sagen. Und von daher, ich nenne das immer die kastrierten Eier, ist halt auch so ein Kompromiss dann. Ne? Cool, dann danke nochmal für den Hack. Dr. Hart, ich habe eine ganz wesentliche Frage. Ich gehe öfter Blutspenden. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten heißen Thema, Blutdruck sozusagen. Mhm. Und dort wird mir dann regelmäßig gesagt, Sie haben so einen niedrigen Blutdruck. Was ist denn da los, dass Sie überhaupt noch hier sitzen können? Und fasst es eher als Kompliment auf. Ja. Viel, viel häufiger ist ja so das Thema Bluthochdruck. Genau. Man sagt ja so landläufig, der optimale Blutdruck, der liegt bei 120 zu 80, ne? So wie man Frauen früher gemessen hat mit ihrer 90-60-90 Weite, ist dann das Optimale. Also völlig über den Kamm geschert sozusagen. Ja. Wann würdest du denn sagen, sollte man da wirklich drauf achten, was den Blutdruck angeht? Und kann es eigentlich tatsächlich sein, dass ich mache jeden Tag Sport, ich ernähre mich gesund, ich bewege mich, ich habe mentale Gesundheit, ich denke positiv. Also ich würde schon sagen, ich achte sehr auf meine Gesundheit. Und dann ist doch vor allem der Blutdruck der Ruhe, also wenn ich quasi jetzt nicht völlig abgehetzt durch den Wald renne, je niedriger der ist, den Puls muss man dann nochmal separat betrachten, aber desto besser, oder sehe ich das falsch? Ja, ich würde dir auch herzlich gratulieren zu deinem niedrigen Blutdruck. Also das ist auch hier wieder ein bisschen im Detail. Also grundsätzlich ist ja gesellschaftlich betrachtet das allergrößte Problem der Bluthochdruck. Warum der so schädlich ist, können wir gleich noch besprechen. Vereinfacht gesagt, ist einfach wahnsinniger Stress für unsere Tierenwände, von innen immer ein hoher Druck gegen die Gefäßinnenhaut, das Endothel presst und das ist dann sozusagen das Endothel, also diese Gefäßinnenhaut, quasi die Teflonschicht von innen unserer Arterien, wenn die geschädigt wird, dann kann überhaupt erst die Arteriosklerose ihr Unheil machen und da losgehen. Das geht immer mit dem Endothel los und das wird durch hohen Blutdruck geschädigt. Wann jetzt niedriger Blutdruck sozusagen gefährlich sein kann, das ist ein bisschen differenzierter zu betrachten. Also grundsätzlich bei jemand, der gesund ist, der jung ist wie du, ja, kennst nicht genau dein Alter, aber ich sag mal, jemand, der jetzt mutmaßlich keine arteriosklerotische Erkrankung schon hat,
ja, warum das einen Punkt spielt, also werde ich gleich erzählen. Da kann man eigentlich sagen, wenn man sich dabei gut fühlt, ist ein niedriger Blutdruck gut, weil ich mein Herz und meine Gefäße einfach weniger belaste, ist einfach weniger Stress und an sich ist das eine super Sache. Ganz häufig ist ja auch so, gerade junge Mädchen, junge Damen haben ja auch oft einen sehr niedrigen Blutdruck. Das wird dann so ein Problem, wenn er dann sozusagen so niedrig ist, dass die Leute in Ohnmacht fallen, dann ist es einfach lästig, ja, wobei ich das ja dann auch mit seinen Liegenden, das Gehirn wieder besser durchblutet, dann stehen sie wieder auf, ist ja auch jetzt eigentlich kein Ding, sieht gefährlicher aus, als es ist, aber an sich sozusagen niedriger Blutdruck, wenn man damit gut lebt, ist die einzige Gefahr, dass man sich von irgendwelchen ja, Halbweisen sozusagen da verrückt machen lässt. Weil wie gesagt, das, ich sag mal, das Herz und die Gefäße freuen sich drüber. Anders ist es aber gestrickt, wenn man zum Beispiel jetzt älter ist und schon Arteriosklerose hat. Warum? Weil man sich dann vorstellen kann, also normalerweise ist es ja so, dass die Durchblutung auch durch die sozusagen die sogenannte Autoregulation der Arterien mitbestimmt wird. Das heißt, die können sich ja auch verengen und erweitern und damit auch bestimmen, wie viel Blut dann an das Organ letzten Endes weitergeleitet wird. Wenn man jetzt sich vorstellt, man hat so ein starres Kalkrohr bei einer Arteriosklerose und vielleicht wirklich Engstellen, dann kann man sich natürlich schon vorstellen, wenn der Blutdruck zu stark absenkt, dass dann einfach wirklich zu wenig Blut durch diese schon stehenden Engstellen und diese starren Rohre fließt, sodass man da eben schon sagen muss, okay, bei Menschen, die schon zum Beispiel eine koronare Herzkrankheit haben, zum Beispiel vielleicht schon einen Herzinfarkt gehabt haben, also Menschen, die eben schon eine Arteriosklerose fortgeschrittener Art an ihren Herzkranzarterien haben, da ist genau aus diesem Grund, den ich gerade genannt habe, tatsächlich jetzt auch untere Blutdruckwerte in die Leitlinien eingeführt worden, die eben auch nicht dauerhaft unterschritten werden sollten, weil man dann eben schon Angst hat, dass vielleicht dann bei zu niedrigem Blutdruck dann auch die Durchblutung sogar verschlechtert werden könnte. Aber das ist sicherlich nichts, wovor du jetzt Angst haben musst. Okay, mein Lieber, vielen lieben Dank. Und das habe ich mir doch tatsächlich schon so gedacht, wollte es aber einfach nochmal. Jetzt hast du mal kardiologisch bestätigt. Denk mal so, dieser Blutdruckthema ist ja für viele sehr interessant und auch eines deiner tollsten, ja, beliebtesten YouTube-Videos. Also für all diejenigen, die deinen YouTube-Kanal mal abchecken wollen, hier verlinkt natürlich in den Shownotes. Wir blenden den hier eben auch ein. Und da sind ja, du hast. Dr. Hart, wie das englische Herz, ganz einfach. Ja, ist tatsächlich, also man muss gerade sagen, bei den Risikofaktoren ist der Blutdruck der Risikofaktor, der weltweit gesehen die meisten Menschen Lebensjahre raubt. Und auch da wieder eigentlich wirklich traurig, weil ich meine, wir haben so eine Hightech-Medizin und schrauben an Dingen rum, wo wir kaum mit viel Aufwand wenig verändern. Und Blutdruck wäre easy zu behandeln in allen, fast allen Fällen und könnte so einen großen Impact, so einen großen Unterschied machen, aber da sind wir auch noch weit entfernt von den Idealen, sagen wir mal. Und Blutdruck ist eben vor allen Dingen auch sehr stark mit Lebensstil auch sozusagen angehbar. Am Ende ist natürlich wichtig, dass man auch da die Zielwerte erreicht. Das heißt, wenn jemand das, ob das nun möglich wird oder nicht, aber wenn das über eine gewisse Zeit einfach nicht schafft, den Blutdruck in den Zielwert zu bekommen mit Lebensstilmaßnahmen, dann bin ich auch auf jeden Fall jemand, der dann sagt, konsequent, dann müssen auch zusätzlich Medikamente eingenommen werden, weil den Blutdruck einfach so walten zu lassen, ist die größte Gefahr. Wie gesagt, Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter. Aber man kann viel machen. Bestes Beispiel, das Wirksamste, was man an seinem Blutdruck machen kann, über Lebensstil, ist die Gewichtsreduktion, die man ja wiederum auch durch Sport und Bewegung und vor allen Dingen eine smarte, artgerechte Ernährung bewerkstelligen kann. Und da ist es zum Beispiel so, dass wenn man es schafft, ohne Jojo-Effekt wirklich auf Dauer sein Gewicht zu reduzieren, dann verliert man mit jedem Kilogramm Körpergewicht, was man quasi abwirft, 1 Millimeter Hg mittleren Blutdruck. Das heißt mal jetzt für uns gesagt, wenn jemand wirklich 10 Kilogramm langsam schont und nachhaltig abnimmt und das dann auch so hält, dann ist der Blutdruck minus 10 Millimeter Hg und das ist dann für viele schon das Thema Bluthochdruck, sozusagen der Drops gelutscht. Du hast auch ein super Video über, wie man 15 Jahre länger leben kann. Ich denke, da wird dieser Tipp auch mit drin sein. Ich kann mal noch ein paar von meinen Tipps verraten. Ja, gerne. Keine anderen, wie du vorhin am Anfang schon genannt hast, ne? Regelmäßige Bewegung, gerne mal auch über die Komfortzone hinaus. dann natürlich die pflanzliche Ernährung, die ich schon seit über 10 Jahren verfolge und natürlich relativ wenig Stress, der natürlich dann eben auch den Puls und wahrscheinlich dann auch den Blutdruck ständig in die Höhe jagt. Ja. Das kann mal ganz gut sein. Stress kann gut sein, ne, solange er nicht ständig anhält. So, und dementsprechend sind das ja mal so 3-4 Maßnahmen, die jeder sofort umsetzen kann. Ne? Genau. Das sind sozusagen die 3 großen Säulen der Gesundheit. Und in diesen Säulen gibt es natürlich jede Menge Einzelmaßnahmen. Und es ist eben auch wichtig, dass man dann auch, das versuchen wir auch eben im Coaching zu tun, dass wir uns die Menschen eben genau anschauen und jeder hat eine andere Lebenswelt, jeder hat andere
Vergangenheit, dass man nicht eben jetzt mit der Gießkanne One Size Fits All eben das Gleiche vorschreiben sowieso nicht, sondern wie machen das so, dass die Coaches quasi ihre Ziele mit uns zusammen entwickeln, weil sonst wären sie auch nicht interessiert, dann die zu verfolgen. Und da muss man eben genau schauen, dass das eben auch passt, weil nur das, was ich eben auf Dauer umsetzen kann, bringt da am Ende was. Viele Leute sind super ehrgeizig am Anfang und drehen 3 Wochen jedes Korn um und zählen jede Kalorie, machen alles richtig, ja, und dann am Tag 30 geht es dann bei, keine Ahnung, beim silbernen Hochzeit an Ernas Bienenstich-Buffet mit ihnen durch, und dann sind sie so enttäuscht, dass sie dann alles über Bord werfen und sagen, ich bin zu schwach, soll nicht sein, so ungefähr, ne? Gut, vielleicht noch eine Frage in Bezug auf Ernährung und Lebensstil. Intervallfasten, das Universalwerkzeug Fasten, inwieweit würdest du sagen, natürlich auch hier gibt es natürlich wieder Unterschiede bei Mann und Frau und welches Lebensalter etc. Kann grundsätzlich Intervallfasten eine gute, würde ich jetzt mal sagen, Möglichkeit sein, seine Herzgesundheit zu verbessern? Ja. Also ich sag mal, es gibt ja viele, also ich sag mal, wenn wir einfach das allgemein anerkannte Ernährungswissen anwenden würden, die Dinge, die wirklich eigentlich auch in der Wissenschaftswelt unbestritten, wo Konsens herrscht, dann hätten wir schon 90% der Probleme gelöst. Es gibt vielleicht auch so 10%, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann und wo vielleicht auch noch durch widersprechende Studien vorgibt. Und da würde ich so ein bisschen das Intervallfasten reinpacken. Also vom Gedanken her ist eine sehr sinnvolle Sache. Ich mache das übrigens auch. Auch ein schönes Video mal im Selbstversuch gemacht. Das war die Phase, wo ich dann eben auch deutlich abgenommen habe. Da kamen schon so dann die YouTube-Kommentare mit diesen Angst-Emojis und bist du krank und isst du mal wieder was. Ich habe da wirklich 10 Kilo abgenommen. Gerade in der Anfangsphase kann man das auch mit dem Intervallfasten gut schaffen. Und meine Blutwerte haben sich deutlich verbessert, wie ich schon gesagt habe. Also das hat schon alles gewirkt. Aber der Körper, der macht auch irgendwann wieder so eine Gegenregulation. Also letztlich macht Intervallfasten kann Sinn machen. Wir haben ja diese verschiedenen Effekte, nicht nur sozusagen auf die Gewichtsreduktion, sondern eben auch den Stoffwechsel. Wir haben diesen Mechanismus der Autophagie, dass quasi die Körperzellen auch mal wieder ein bisschen Luft holen können, nicht ständig bombardiert werden mit irgendwelchen Nahrungsmitteln und dann immer diese Insulinspikes haben, dass also wirklich auch mal die Zellen selber quasi aufräumen können. Vereinfacht gesagt, das macht schon alles Sinn. Studien sind ja so ein bisschen widersprüchlich. Es gibt also, ob jetzt wirklich sozusagen das durch Intervallfasten erlangte Kalorienreduktion jetzt besser wirkt als eine im Ausmaß gleiche Kalorienreduktion bei normaler Essweise, ist nicht ganz bewiesen. Für mich, und das, also ich denke einfach, es macht für viele Leute Sinn, weil es einfach eine sehr einfache Form der Ernährungsoptimierung ist, weil jeder kann die Uhr lesen und dann einfach zu sagen, okay, ich esse jetzt einfach nur in 8 Stunden und dann wird eben auch nicht jeder Bonbon noch gegessen und dann zum Kaffee noch dies, sondern es ist einfach so und da kann sich jeder dran halten, es ist einfach umzusetzen und das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile des Intervallfastens. Zum anderen bin ich immer Fan einer, ich sage, artgerechten Lebensweise und das Hauptproblem, was wir alle mit unserer Gesundheit haben, ist ja das, was ich als das Steinzeitmensch-Dilemma bezeichne. Also sprich, was uns bedroht in der Wohlstandserkrankung, wie die Fettsuchtpandemie, die Diabetespandemie und daraus entstehende Wohlstandserkrankung arteriosklerotischer Art. Und die sind ja einfach bedingt durch unsere Zufilisation, dass wir also von allem zu viel haben, zu viel Zucker, zu viel hochkalorische, ultraverarbeitete Industrienahrung, zu viel Bequemlichkeit, die auch immer noch gepriesen wird. Ich meine, heute in den Großstädten wie bei mir in Berlin, da kann man ja nicht mehr von der U-Bahn noch 2 Schritte zu Fuß gehen, weil man dann überall gleich einen Scooter angeboten bekommt und pipapo. Also das ist alles nicht so, wie wir gemacht sind. Und das ist eben das Problem unserer Wohlstandserkrankung, dass wir 99% unserer Evolution perfektioniert worden sind auf das Leben unserer Vorfahren, was rau war, was voller Bewegung war, ja, 90% der Wachzeit auf dem Bein, immer jagend und sammelnd auf der Suche nach ein paar spärlichen Kalorien. Und es gab einfach diese unnatürlichen, hochkonzentrierten, hochkalorischen, verzuckerten Nahrungsmittel, die gab es gar nicht. Ja. Man muss sich einfach vorstellen, das ist einfach unnatürlich. Die Nahrungsmittelindustrie macht Versuche, wo sie das sind ja Hightech-Lebensmittel, diese ultraverarbeiteten Lebensmittel. Da werden sozusagen Zucker, Fett und Salz so ausgetüftelt, kombiniert, dass unser Belohnungssystem maximal durchdreht. Da werden Menschen mit den verschiedenen Versuchskonzentrationen quasi von Zucker, Fett und Salz gefüttert, in Anführungsstrichen, und dann ins MRT geschoben. Man guckt, bei welcher Kombination das Belohnungssystem maximal durchdreht. Ne? Und der Effekt ist eben der, dass wenn man eine Packung Chips isst, dass man nachher sogar noch ein schlechtes Gewissen hat, wenn man denkt, man ist so charakterschwach, dass man es nicht schafft aufzuhören, wenn man einen Chip anfängt, die ganze Packung zu essen. Aber dabei ist genau das
das, was diese Lebensmittelchemiker und Lebensmittelwissenschaftler genau, worauf sie es anlegen, dass wir eben nicht aufhören können. Bei mir ist zum Beispiel, bei mir sind es Reiswaffeln mit Zartbitterschokolade, deswegen fange ich die gar nicht an, weil wenn ich da anfange, ich kann da einfach nicht aufhören. Das würde mich jetzt nicht als willensschwach bezeichnen. Das heißt, eigentlich werden wir doppelt verarscht von der Nahrungsmittelindustrie. A, wir werden brutal geschädigt in unserer Gesundheit. Also ich würde jetzt mal sagen, auch wenn ich jetzt vielleicht verklagt werde, aber ich würde mal sagen, dass Konzerne wie Coca-Cola gehören zu den größten Killern auf der Welt, auch wenn sie dann irgendwie so kinderlieb mit ihrem Coca-Cola-Weihnachtsmann rüberkommen. Wenn man auch mal guckt, was die sozusagen global an Menschenlebensjahren vernichten durch Fettsucht, Diabetes und Folgeerkrankungen, dagegen sind Al-Qaida und irgendwelche Terrororganisationen ein Witz dagegen. Ja? Muss man mal klar sagen. Und wenn man das alles durchschaut, dann kann man einfach sich schon wirklich brutal selber schützen, indem man einfach diese zwei eingangs genannten Regeln beachtet. Echte Nahrungsmittel, die Oma und Opa auch noch als sicher erkannt hätten, selber zubereiten und weiß man, was drin ist, und dann eben noch bestenfalls regionale, frische, pflanzliche Produkte bevorzugen. Top, mein Lieber. Vielen Dank für dieses Medley zu Fasten und zu unserer artgerechten Haltung, mehr oder weniger. Da habe ich übrigens einen coolen Buchtipp. Also wenn das interessiert, wir jetzt nicht auch nur die Nahrungsmittelindustrie bashen. Ich glaube, wir müssen auch gemeinsam einen Weg finden, keine Frage. Aber ich fände es halt cool, wenn man diese ganze Brainpower, die diese intelligenten Menschen, studierte Nahrungsmittelchemiker, wenn man das einfach vielleicht mal nutzen würde, vielleicht Nahrungsmittel auch einfach mal gesünder zu machen, anstatt nicht immer nur darauf zu fokussieren, einfach sozusagen durch dieses Craving und dieses suchterzeugende Potenzial einfach den Absatz eben zu hören, wo es das Einzige, wo es momentan bei denen geht. Ne? Und da gibt es ein super Buch von dem investigativen Spiegeljournalisten Jörg Blech, Schmeckt's noch? Fragezeichen. Das kannst du auch mal in den Shownotes dann verlinken. Das ist wirklich eye-opening und man geht danach mit anderen Augen durch den Supermarkt. Dankeschön, habe ich aufgeschrieben und wird natürlich verlinkt. Wenn ich jetzt mal eine Google-Suche mache nach artgerechter Ernährung und da komme ich dann oder bekomme ich sehr oft auch vorgeschlagen die anthroposophische Ernährung. Mhm. Und vielleicht sagt dir der Name Rudolf Steiner ja was und ja. Da würde ich dich gerne mal challengen und dieser Bereich ist jetzt hauptsächlich für unsere Community-Member interessant. Nicht, dass wir hier wieder gesperrt sind, weil wir irgendwie was behaupten, was total unwissenschaftlich ist. Mhm. Rudolf Steiner, und das hat mich vor ein paar Jahren schon fasziniert, als ich das in einem Podcast gehört habe, hat damals schon behauptet, und er hat ja quasi zu Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkriegs gelegt, noch ein bisschen vorher, dass das Herz gar keine Pumpe ist oder nicht primär dafür ausgelegt ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich lese dazu mal die Begründung vor aus dem Anthrowiki. Es ist dasjenige Organ, welches mit dem Blutkreislauf im innigen Zusammenhang steht. Nun glaubt die Wissenschaft, dass das Herz eine Art von Pumpe ist. Das ist eine groteske, fantastische Vorstellung. Niemals hat der Okkultismus eine solch fantastische Behauptung aufgestellt wie der heutige Materialismus. Das, was die bewegende Kraft des Blutes ist, sind die Gefühle der Seele. Und viele heutige würden es übersetzen in diese kleinen, ganz kleinen Äderchen, die durch die Kontraktion das Blut ja eben auch mitbewegen. Und er schreibt, oder es wird weitergeschrieben, die Seele treibt das Blut und das Herz bewegt sich, weil es vom Blute getrieben wird. Also genau das Umgekehrte ist wahr von dem, was die materialistische Wissenschaft sagt. Sehr, sehr spannend. Ich will einfach mal deine weil wir leben ja heute ganz klar in der materialistischen Welt. Das müssen wir ja nicht nur daran ausmachen, in welchem Haus leben wir, welches Auto fahren wir, sondern wir sehen ja auch den Körper-, Geist- und Seele-Komplex hauptsächlich materialistisch und alles muss durch Studien und Wissenschaften bewährt sein und bewiesen sein, dass wir das irgendwie glauben. Wir hören ja fast gar nicht mehr auf unsere Intuition. Mich interessiert einfach deine Sicht der Dinge. Vielleicht hörst du das ja auch zum ersten Mal. Also die Theorie höre ich tatsächlich zum ersten Mal und da will dem Herrn nicht irgendwie böse reden, aber da kann ich nicht mitgehen. Also das Herz ist tatsächlich, auch wenn das jetzt für euch oder für dich materialistisch klingt, ist eine sogenannte Drucksaugpumpe und ist quasi, klingt jetzt auch wieder materialistisch, aber der Motor unseres Herz-Kreislauf-Systems. Was jetzt nicht heißt, bei dem anderen Punkt bin ich ja voll dabei. Aber das ist ja, wie gesagt, auch viele, viele oder
eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten wird das überhaupt so angenommen, diese ganzen wahnsinnigen Zusammenhänge und den Einfluss der Psycho- und des Seelenlebens auch insbesondere auf unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit. Deswegen ist ja die Psychokardiologie eines der ausstrebendsten Forschungsthemen auch in der Kardiologie. Da gehe ich vollkommen mit, dass man das nicht trennen darf und nicht trennen soll und dass eben Dinge wie Einsamkeit, Depression, auch sozioökonomischer Status, der dann auch für die Leute dann Stress bedeutet, wenn sie es am unteren Level sind, mit die wichtigsten Risikofaktoren sind, was man ja früher komplett vernachlässigt hat, weil man diese Dinge oftmals nicht so einfach messen konnte wie ein Blutdruck oder ein LDL-Cholesterinwert. Nichtsdestotrotz, dass der Herz quasi der Antrieb unseres Herz-Kreislauf-Systems ist, das, denke ich, ist wissenschaftlich nicht in Abrede zu stellen. Also das kann man. Was sagst du dazu, dass das Herz an dieser, wenn es quasi hauptsächlich diese Funktion hat, eigentlich an der komplett falschen Stelle hängt? Also das ist ja selbst mir als Nicht-Arzt und relativ geläufig, weil wenn das Herz quasi vom Fuß das Zeug wieder hochpumpen soll, da ist ja so eine krasse Leistung erforderlich, was wohl Mathematiker auch schon ausgerechnet haben, was das Herz alleine gar nicht schaffen kann, wenn man diese ganzen Milliarden kleinen Blutgefäße. Alleine schafft es es ja auch nicht. Deswegen gibt es ja auch, also die Blutgefäße arbeiten ja schon insofern mit, wie du gesagt hast, dass sie sich auch Muskulaturen teilen. Es gibt ja zum Beispiel auch den so einen Windkessel-Effekt, dass zum Beispiel der Anfangsteil der Hauptschlagader, der direkt an der linken Herzkammer dann sozusagen seinen Ursprung nimmt, da ist es ja so, dass der sich erstmal dehnen kann. Das heißt, wenn die linke Herzkammer das Blut mit Kraft tatsächlich in den Körperkreislauf pumpt, dann dehnt sich dieser Aorta in diesem Teil besonders erstmal und nimmt quasi das Blutvolumen auf und zieht sich dann in der Diastole, wenn das Herz also wieder sich erschlafft und die Aortenklappe zugeht, damit das Herzblut nicht zurückfließt, dann pumpt sozusagen nach der linken Herzkammer dann quasi durch diese Rückstellkräfte die Aorta weiter das Blut auch vorwärts. Das ist schon ein wichtiger Effekt, das ist übrigens auch der Grund, weil das dann mit der zunehmenden Verhärtung und Arteriosklerose-Veränderung der Gefäße im Alter nicht mehr so gut funktioniert, dieser Windkessel-Effekt. Deswegen haben ja alte Menschen typischerweise einen sehr hohen systolischen Blutdruck und der Diastole ist eher niedrig. Das heißt, diese Blutdruckamplitude wird dann größer, weil dieser Windkessel-Effekt nicht mehr funktioniert. Also natürlich ist das ein fein aufeinander abgetüfteltes System. Das Herz ist ja nicht alleine, kann ja nicht alleine irgendwie das Ganze wuppen, aber es ist natürlich schon der primäre Motor und das ist sozusagen, wie jetzt eben in diesem Zitat sozusagen passiv sich nur zusammenzieht, weil die Gefäße alles machen, das kann schon deswegen nicht zutreffen, weil warum würde man dann sofort versterben, wenn man Kammerflimmern hat und das Herz quasi nicht mehr pumpt? Dann ist man innerhalb von wenigen Minuten tot. Das wäre dann ja so auch nicht zu erklären, wenn die Blutgefäße letzten Endes alles machen und das Herz nur passiv ist, weil passiv könnte es dann ja auch im Herzinfarkt weiterarbeiten, tut es aber nicht. Gut, ich will da jetzt also nicht weiter umreiten, deshalb will ich ja auch gar nicht da irgendwie überzeugen oder irgendwas. Ich finde einfach nur diese Kontroverse sehr spannend. Ja, ich finde es auch immer, wenn man seine eigenen Theorien hat und nicht einfach alles so abnickt, so, aber das ist jetzt, ich will jetzt auch nicht, das ist also für mich macht das so Sinn, aber ja. Für unsere Zuhörer vielleicht, um dieses Thema abzuschließen, welches ich sehr spannend finde und vielleicht schreibt ihr das auch mal in die Kommentare rein, was ihr dazu denkt. Es gibt ein Buch, The Heart and Circulation von Branko Furst und er resümiert hier, zusammenfassend wurde versucht, den aktuellen Status des Druckantriebsmodells der Zirkulation darzustellen und eine Reihe von Unstimmigkeiten hervorzuheben, die entweder weg erklärt oder zugeschnitten wurden, um zu dem traditionellen Modell zu passen. Nach dem mechanistischen, kardiozentrischen Modell gilt das Blut als inerte Flüssigkeit, die entlang der Gefäße durch den vom Herz erzeugten Druckgradienten getrieben wird. Experimentelle und phänomenologische Beweise, die in dieser Monographie vorgestellt werden, legen das genaue Gegenteil nahe, nämlich dass das Blut ein flüssiges Organ mit einer charakteristischen inhärenten Selbstbewegung ist. Konzeptionell ist die autonome Bewegung des Blutes nichts anderes als die autonome Kontraktion des Herzens, der enterophepatischen Kreislauf der Gallensalzen oder die Zirkulation der Zerebrospinalflüssigkeit. Ich glaube, das ist die durch die Wirbelsäule hinten läuft. Also wie gesagt, ich bin da kein Experte. Ich verlinke gerne mal diesen Ja, es ist immer so ein bisschen eine Vermischung. Also da ist immer ein Fünkchen Wahrheit drin, zum Beispiel, dass das Blut ein Organ ist. Das bestreiten ja auch Schulmediziner nicht. Das ist wahnsinnig komplex. Nichtsdestotrotz wird der Blutkreislauf angetrieben durch die Arbeit des Herzens. Da bin ich natürlich vor allen Dingen als Kardiologe von überzeugt. Aber wie gesagt, absolut. Ich habe auch kein Problem, andere Meinungen stehen zu lassen. Alles gut.
Super cool. Ja, bist auf jeden Fall der Doktor der Herzen. Und mich würde da im Hinblick zum Ende des Podcasts auch nochmal ein, würde ich sagen, ich mal seelisches Thema interessieren, was ja vielleicht eben auch so in die Arbeit von Steiner reinläuft, aber nichts mit ihm zu tun hat, sondern inwieweit ist unser Herz tatsächlich nicht nur da als materielles, mechanisches Druckpumpenmodell, sondern inwieweit ist aus deiner Sicht, lieber Dr. Hart, auch das Herz tatsächlich für unsere Gefühle und für die Herzenswärme da? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die du vielleicht ja auch schon gewonnen hast? Also das ist ja eher so ein Relikt, möchte ich mal sagen, soll nicht negativ klingen, aber eben aus der Mythologie. Deswegen findet man es ja auch in ganz vielen Sprichwörtern wieder, das Herz sozusagen als Sitz der Gefühle und der Seele. Muss ich leider wieder sagen, schulmedizinisch kann man das jetzt nicht quasi belegen, aber umgekehrt, ich würde eher sagen, das Interessante ist, und da bin ich voll bei dir, dieses Zusammenspiel, ne, das ist auf jeden Fall, also es gibt ja auch immer, das war ja auch schon mal bei Sat.1 im Fernsehen, weil das natürlich immer sehr medienwirksam ist, ich sag mal sozusagen die Maximalvariante, wo man sehen kann, wie das alles zusammenhängt und wie die Psyche wirklich, wirklich fast zu einem Herzversagen führen kann, ist ja das sogenannte Broken Heart Syndrom, das habe ich auch schon mal gehört, das wird ja immer medial aufgeputscht. Und das ist ja tatsächlich etwas, wo quasi eine maximale Stressreaktion zu einem Herzinfarkt-ähnlichen Bild führt. Und tatsächlich, vereinfacht gesagt, ist es eine verschiedene Dinge, also oft eben auch Liebeskummer, sagt man, das ist, deswegen heißt es ja Broken Heart Syndrome. Aber letzten Endes geht es aber darum, dass eine maximale Stressreaktion erfolgt, wo eben massiv sogenannte Katecholamine, also Stresshormone, freigesetzt werden. Und die bewirken dann tatsächlich am Herzen dieses Bild des Broken Heart Syndrome. Das heißt, das Herz verliert wirklich plötzlich einen Großteil seiner Pumpkraft, nimmt dann so eine Form von so einer Tintenfischfalle an, weil sozusagen der ganze Herzkörper der linken Herzkammer und auch die Spitze sich nicht mehr kontrahieren, nicht mehr arbeiten, nur noch basal gibt es dann sozusagen ein bisschen was noch arbeitet und das sieht dann aus wie so eine japanische Tintenfischfalle, deswegen heißt es auch Takotsubo-Kardiomyopathie. Und das ist quasi die Maximalvariante, wie Psyche tatsächlich körperlich am Herzen Veränderungen machen kann. Und das wurde auch früher so ein bisschen verniedlicht, so, weil das in der Regel war es ja so, dass man nach diesem akuten Krankheitsbild sich meistens wieder da komplett erholt hat. Das heißt, im Gegensatz zum Herzinfarkt, wenn da Herzmuskelgewebe abstirbt, wenn man nicht rechtzeitig das Blutgefäß wieder öffnet und sich der Narbe bildet, dann ist das Herzmuskelgewebe verloren, dann hat man eine Herzschwäche, wenn man es überlebt, und das ist einfach scheiße, sag ich mal auf Deutsch gesagt, weil natürlich mit einer Herzschwäche lebt sich, je nachdem wie ausgeprägt sie ist, hat man einfach einen Einschnitt seiner Lebensqualität. Normalerweise dieses Takotsubo-Syndrom bildet sich wieder zurück, aber man weiß auch heute, dass viele tatsächlich auch in der Akutphase kann man eben auch versterben, zum Beispiel eine Herzrhythmusstörung kann man und gleich mehr, oder eben auch am kardiogenen Schock, was auch nochmal so ein bisschen übrigens zeigt, dass eben schon das Herz aus meiner Sicht eben der Antrieb des Blutkreislaufs ist, weil eben auch bei diesem Takotsubo-Syndrom kann es eben durch diese plötzlich ausfallende Herzpumpleistung zum kardiogenen Schock führen. Und dann werden die durch Organe nicht durchblutet und dann kann man eben auch daran versterben. Aber das ist einfach so ein Beispiel, dass man, glaube ich, den Zusammenhang zwischen unserem Seelenwohl und der Psyche und quasi dem somatischen Organsystem, wie eben den Herz und anderen Körperfunktionen, überhaupt nicht hoch genug einschätzen kann. Und da sind wir auch zugegebenerweise bei vielen Dingen noch am Anfang. Ja, früher hätte man ja auch sozusagen die beinharten mechanistischen Kardiologen von früher, die hätten ja auch sich nicht träumen lassen, dass es mal so ein Fach gibt wie die Psychokardiologie. Und die hätten das alle, und das war ja früher auch so, was man nicht messen konnte, das gibt es nicht so. Und oftmals, jetzt gibt es viele Messmethoden für Dinge, die man früher nicht messen konnte, und auf einmal sind die Dinge auf einmal dann existent. Und es gibt noch so viele andere Dinge, wo wir am Anfang sind. Ich sage nur Stichwort Mikrobiom. Ja, das ist ja, wir sind ja quasi eigentlich viel mehr Bakterien, haben wir viel mehr Bakterien an Bord, als wir menschliche Zellen haben. Und das macht natürlich auch extrem viel mit uns. Und da gibt es viele Achsen zwischen den Organen, die wir noch gar nicht kennen. Und ich wäre der Letzte, der jetzt irgendwie arrogant sagt, nee, das ist nur so und so und so, keine Frage. Und da ist auch vieles im Flow und vieles wird man neu erkennen. Und das macht ja auch die Medizin und die Wissenschaft insgesamt so interessant. Mega, Stefan, vielen lieben Dank für deine mega krassen Erkenntnisse und was du hier raushaust. Letzte Frage für dich, und keine Angst, ich komme nicht mehr mit weiteren krass kontroversen Thesen an. Was wäre denn, wenn hier in Deutschland alle Menschen sich keine Sorgen mehr machen müssten über ihr Herz? Sie müssten sich keine Sorgen mehr machen über ihren Herzinfarkt, sie haben super tollen Blutdruck, ihnen geht's wunderbar. Wie würde sich unser Leben verändern?
Also das ist ja, es klingt jetzt wie so eine Utopie, aber das ist ja, wäre ja machbar, weil wie gesagt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen beruhen zum allergrößten Teil, wenn wir jetzt mal so eine Dinge wie die Lungenembolie rausnehmen, die einen anderen Mechanismus hat, aber die großen Killer unserer Zivilgesellschaften, unserer Wohlstandsgesellschaften, in den westlichen Ländern sind ja arteriosklerotisch bedingte Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Co. Ja. Und die beruhen ja alle auf diesem Mechanismus der Arteriosklerose. Und die Arteriosklerose, wie gesagt, können wir. Wir kennen die üblichen verdächtigen Risikofaktoren. Wir können sie alle behandeln. Ja. Es gibt natürlich auch viele weitere, die jetzt immer mehr in den Vordergrund gehen. Das ist jetzt noch ein anderes Thema, können wir einen eigenen Podcast drüber machen, nämlich Planetary Health und Heart Health. Und deswegen ist ja auch mein Coaching unter diesem Schirmherrschaft. Also es werden immer auch 10% von den Gebühren gegen den Klimawandel gespendet. Da habe ich eine Kooperation mit Effektivspenden-Klimafonds, weil ich der Meinung bin, man kann das gar nicht trennen. Und in Zukunft werden diese ganzen Risikofaktoren, die wir heute kennen, wahrscheinlich Peanuts sein im Vergleich mit diesen ganzen Umweltrisikofaktoren. Ich sage nur Feinstaub, Temperatur, Lärm und so weiter. Aber letztlich ist es ja so, wir kennen die Risikofaktoren und wir können uns auch bestmöglich schützen. Und wenn wir das tun würden, dann haben wir es eben selber in der Hand, ob wir dieses Schicksal erleiden oder eben nicht. Und deswegen ist es auch die Motivation, in meinem Format dieses Coaching anzubieten, weil ich das einfach Spaß daran habe, auch zu sehen, wie die Leute dann Erfolge feiern und sich eben, ich sage mal, es gibt mal zwei Dinge. Das eine ist das, was natürlich jeder sich erhofft, und das ist ja auch machbar, dass man sagt, mittel- bis langfristig, ich will einfach meine Arteriosklerose aufhalten und das Risiko, dass die Erkrankung fortschreitet und ich den nächsten Herzinfarkt, Schlaganfall oder was auch immer bekomme oder daran versterbe, maximal reduzieren. Das können wir, daran arbeiten wir auch. Aber das ist ja etwas, was man mittel- bis langfristig sieht. Und dann ist ja auch mal so das Grundproblem der Prävention, das, was man verhindert, das sieht man ja nicht. Ne? Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, die Erfolge da zu feiern. Man kann es dann retrospektiv sagen, okay, cool, ich habe jetzt 20 Jahre nach meinem Herzinfarkt nichts erlebt, an schlimmen Dingen war super. Was aber schon im Hier und Jetzt eine ganz tolle Sache ist, und das ist ja, wo du auch drauf anspielst, das Seelenwohl, es ist einfach schon hier und jetzt ein wahnsinniger Zugewinn an Lebensqualität, wenn ich mir nicht den ganzen Tag dieses Gedankenkarussell habe und dann, ich habe da so eine Plaque in der Halsschlagader, wird die jetzt größer, reißt die vielleicht auf, habe ich dann einen Schlaganfall, war ich dann morgen mit einer Halbseitenlähmung auf oder kriege ich jetzt hier einen Herzinfarkt? Und die Leute, ich sehe das ja jeden Tag an meinem Herz, die sind so verängstigt. Und allein diese Angst umzuwandeln in angewandtes Wissen, was dann eben auch wahnsinnig entstressend wirkt, das ist Gold wert. Und dafür bist du ja da. Vielen lieben Dank, lieber Stefan, lieber Dr. Hart, dass du dich dem Thema annimmst und eines der größten Volkskrankheiten und Killer unserer Zeit, ja, verhinderst, und bestimmt auch schon einige Fälle verhindert Ich hast. helfe dabei, den Menschen dabei es zu verhindern. Die müssen natürlich schon selber Richtig. auch mitarbeiten, das ist wichtig. Also, hör auf dein Herz ist dein Spruch. Und wenn du mehr über Stefan und Dr. Hart wissen möchtest, schau am besten auf den richtig tollen YouTube-Kanal vorbei, 55.000 Abonnenten und über 466 Videos können da nicht täuschen, dass dieser Mann Viel Arbeit. tatsächlich Ahnung hat. Vielen lieben Dank nochmal, Namaste, Arigato, für dein Namaste. ganzes Wirken aus dem Herzen heraus natürlich. Das Kompliment gebe ich gern zurück. Du wirkst ja auch gut. Genau, und ich sage auch heute wieder: Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. Der ist bestimmt auf irgendeine Art und Weise auch gut fürs Herz. Super gut fürs Herz. Ja, in diesem Sinne, danke für das Kompliment und bis Danke bald. dir und euch fürs Zuhören.